Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video! Genau, wir sind heute am MTB-Park im Wendener Land. Ist das richtig, ne? Das ist das Übungsgelände des MTB Wendener Land. Richtig, so ist es richtig ausgedrückt. So ist es richtig ausgedrückt. Ja. Ja, der Spot ist super, super neu. Es war vor kurzem erst die Eröffnung und wir wollen den euch heute so ein bisschen vorstellen. Wir stehen jetzt hier schon ein bisschen länger, weil wir noch ein paar andere Videos gedreht haben. Und die Sprünge sehen schon echt ordentlich aus. Also hätte ich ehrlich gesagt gar nicht erwartet von so einem kleinen Spot. Ich bin super gespannt. Voll stoked, er hat jetzt schon Schiss, er kann es ruhig so sagen. Ich kann es ruhig so sagen. Ihr wisst ja, steile Absprünge ist mein Ding. Wir sagen euch später auch noch, nachdem wir gefahren sind, ein paar Sachen, die ihr beachten solltet, wie Parksituation und so weiter, wie ihr hier hinkommt und was es so zu beachten gibt. Aber erstmal steigen wir aufs Rad, oder? Und noch ein kleines Statement auch vom Verein, was wir halt gerne sagen wollen, was uns in der Vereinsarbeit wichtig ist. Dazu aber mehr, wenn wir jetzt erstmal ein bisschen gefahren sind. Let's go. Also meinst du, das ist zum Einrollen ganz gut, ja? Das ist zum Einrollen ganz gut. Wollt ihr vorfahren? Ey, André, wenn du das siehst. Ja, das sieht man, glaube ich, nicht. MTB, so ein Spray, Alter. Ich habe leider keine Onboard-Kamera, deswegen kann man es nicht sehen. Aber im nächsten Video, André, verspreche ich dir, ist es drauf. Okay, ready? Yes. Okay, kleine Line. Ja, kann man nochmal machen. So, let's try. Let's take a try. Okay, second try. Ab geht's. Ja. Ungewohnt mit der kurzen Erdbein, ne? Ja, und trotzdem halt so steil, ne? Aber es macht Bock. Ein bisschen steinig. We jumped out here, big jump line in random. Yeah? In random. Thank you.
Hallo, hallo. It's a little bit warm. Fazit, die erste. Super. Nee, Spaß beiseite. Wir sind jetzt hier, ja, wie lange sind wir gefahren? Schon 2 Stündchen fast, ne? Ja. Wir sind alle Lines einmal gefahren, zweimal gefahren mit verschiedenen Rädern. Sogar heute, weil wir haben ein kleines Testival gemacht, wie immer. Ich muss sagen, ich finde den Spot super, super schön gelungen. Es ist alles eng zusammen. Hier ist so eine kleine Sitzgelegenheit, wo man noch chillen kann, während man fährt, nach dem Fahren. Man ist auch so irgendwie vom Gefühl her mitten im Wald, ne? Man bekommt ist auch so, ja, genau, ja. Außenrum bekommt man gar nichts mit. Hat mir persönlich auf jeden Fall mega gut gefallen. Ja, du warst ja schon mal hier an der Eröffnung, da habe ich es leider nicht geschafft. Ja, genau, ich war schon mal hier und ich muss sagen, der Spot hat wahrscheinlich sogar meinen anderen Lieblings-Auf-der-Stelle-Spot in Attendorn fast abgelöst. Jumpland finde ich in Attendorn immer noch ein bisschen nicer, aber der Rest hier ist einfach sehr viel mehr an Sprüngen und verschiedenen Lines und trotzdem fahren alle den gleichen Weg hoch. Das ist gemeinschaftsförderungsmäßig hier, glaube ich, absolut top. Was ich noch loswerden wollte, ist ein bisschen was zum MTB Wendener Land. Das ist ein etwas besonderer kleiner MTB-Verein aus der Region, der aber jetzt schon relativ viele Mitglieder hat, aber noch sehr viele mehr braucht, weil er ganz viele Visionen und Pläne hat. Was besonders ist am MTB Wendener Land, er arbeitet eng zusammen mit dem Forst und so und da sind auch sogar Leute mit im Verein Mitglied. Das ist halt einfach dieses, was wir ewig hatten, dass sich das ohne Kommunikation so aufbauscht. Hier werden wirklich alle an einen Tisch gesetzt und so ist auch dieses Ding hier entstanden. Was die machen Kiezrettung, damit keine Kieze in den Wiesen überfahren werden mit der Drohne und was weiß ich alles. Die pflanzen Bäume im Wald, also ein bisschen mehr als normaler MTB, also nicht nur Interessen der Mountainbiker, sondern das Gesamtbild. Und wenn wir anderen Interessengruppen des Waldes halt helfen, dann helfen uns auch irgendwann mal die anderen Interessengruppen uns Mountainbikern. Dieses Geben und Nehmen ist hier unter anderem vom ersten Vorsitzenden Thomas Clemens wirklich stark initiiert worden. Und da muss ich sagen, 2 Daumen hoch dafür, weil das macht's aus. Und noch was in eigener Sache. Wenn ihr irgendwo an Spots fahrt, egal, ob es bei den Dirt Stylers in Bergisch Gladbach ist, ob es in Olpe ist, bei den Frohreitern, TVO Youngguns, ob es hier im Wendener Land ist, ob es in Siegen am Flow Trail ist. Ey, wenn da Mountainbike-Vereine in der Nähe sind, Leute, werdet Mitglied, ja? Eine Mitgliedschaft zum Beispiel hier beim MTB Wendener Land kostet für die Familie, ja, gerade mal 3 Euro im Monat, also 36 Euro im Jahr. Das ist ja mal nichts eigentlich für die ganze Familie. Dann sind alle Mitglied. Ihr seid sogar noch dann halt in einem Verein, habt noch andere Vorzüge. Aber ihr unterstützt einfach eure Region und ohne Vereinsarbeit gibt es solche Spots nicht. Also das ist immer das Problem bei dem Sport. Wir haben halt einen Sport, der voll ist mit Individualisten. Das war schon bei den Skatern und BMXern auch so. Aber Individualisten kriegen keinen Skatepark genehmigt und die kriegen auch keinen Bikepark genehmigt. Das kriegt nur, wenn ich halt Lobby habe und habe eine Masse. Das heißt, selbst ein passives Mitglied hilft so Vereinen. Ihr könnt also auch eine passive Mitgliedschaft machen. Aber natürlich ist jedes aktive Mitglied herzlich willkommen. Ich denke, wir werden noch ein paar Mal bestimmt hier sein, hier mal was aufnehmen. Ich mache ja jetzt hier sogar Kurse demnächst. Und ich denke, gerade für Leute, die mit dem Springen anfangen und sich mit steilen Shapes, wie die jetzt so modern sind in den Bikeparks, weil auch was in Greenhill repariert worden ist oder neu gefresht worden ist, wird alles jetzt so ein bisschen steiler geshaped. Das verlangt einfach, glaube ich, das Up-to-Date gerade. Ja, also weiß gar nicht, sonst glaube ich, kann ich gar nichts mehr sagen. Wie gesagt, wenn ihr einen kleinen Verein in der Nähe habt, werdet einfach Mitglied. Wenn ihr hier öfter hinkommt, werdet einfach Mitglied beim MTB Wendland. Die Internetseite, die tut euch der Daniel unten in die Beschreibung rein. Und ja, ich bedanke mich nochmal bei allen, die das hier möglich gemacht haben. Stadt, Verein, Kirche, wer da alles bei war bei der Eröffnung, der Landessportverband und was weiß ich alles. Der Spot gab es ja vorher auch schon, da war es erst ein Fußballplatz, ein Bolzplatz und dann war es so ein kleines Übungsgelände, aber nur so eher semi-professionell, nicht so ganz schön. Und jetzt haben das hier halt Profis gemacht vom Pathfinder und ich finde den Spot wirklich cool für so einen kleinen Spot. Ne? Man ist hier wie in so einer Oase, ne? Ja, das ist, so, ist sehr entspannt auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall nicht das letzte Mal hier gewesen, Leute. Wenn ihr auch vorbeikommen wollt oder Mitglied werden wollt, ne, alle Infos unten in der Videobeschreibung. Ich glaube, viel mehr gibt es nichts zu sagen. Ne? Doch, eine Sache noch. Wenn ihr mal Bock habt auf einen Minibike-Trip, dann ist das hier eigentlich total cool, weil wenn ihr nach Siegen fahrt, fahrt zweimal den Flow-Trail runter, dann fahrt ihr einfach über Wenden hier hin, fahrt hier ein Stündchen
Und dann fahrt ihr noch in Fallenscheid, habt ihr drei legale Spots, die ihr an einem Tag eine Minibike-Trip einfach mal abledern könnt. Ja, hier in der Umgebung passiert echt viel gerade, ne? Ja, ist echt super. Die letzten Jahre auch mit Parks allgemein, ne? Genau, richtig. Wir haben jetzt halt auch viele Parks hier. Aber gerade hier so bei uns in der Nähe vom Kreis, Kreis Siegen-Wittgenstein, Kreis Olpe, Sauerland, ist halt wirklich viel passiert. Also schaut mal hier vorbei, ist wirklich nice. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Der Daniel gibt sich immer viel Mühe mit den Videos. Abonniert ihn einfach und macht die, wie heißt das, Glocke an, damit ihr kein Video mehr verpasst. Yes. Yes, der Thomas hat alles gesagt. Macht's gut, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.